Am Hinblick auf die Gemeindewahlen den 9. Oktober 2011 habe ich ein Interview mit dem Bürgermeister von. Söll! Ein Sujet, über den in letzter Zeit immens viel diskutiert gouf, ist der Wasserpreis. Was so dir dann dazu? Ja, da hat der Herr Minister, wir sind eng von denen, ich meine, es sind 30 Gemengen, die ihren Wasserpreis dann nicht ganz aktuell berechnet hatten. Wir sind eng von denen bösen Gemengen, von dem Herr Minister einen bösen Fanger gemacht hat. Und vielleicht wäre es auch gut, dass man das noch nicht berechnet hat, weil nur so manche ganz neuen Berechnungsmodus können wir aus der Stadt oder aus der Stadt kommen. Und wir werden dann als Hausaufgabe bloß sehen, wie ich merke, wie auch dann da. Ich meine, das ist schon eine Necessität und das ist auch ein ganz verständlicher Approach für den Wasserpreis, um vor dem Sinn zu aktualisieren und zu adaptieren und Realitäten. Wie sieht der Teil an der Gemeinde punkto Straßennebelstellen aus? Das ist nur eine große Chance also am Gang. Das ist mir schon Straß. Und das ist ein National. Wir haben hier, und ich gehe so leider, zwei Nationalstraßen, die durch eine Gemeinde, durch eine Ortschaft hier fuhren, und die wirklich das Leben für die Bürger ganz schwer machen. Das muss ich sagen, das ist ein enormer Trafik hier. Die Mirscher Straße, die als Langgang frisch gemacht hat, wie gesagt, weil einfach die Infrastrukturen nicht mehr zeitgemäß waren, futti waren teilweise. Wir profitieren auch von der Gelegenheit, für zu probieren. Ich muss mich nur äußerst vorsichtig ausdrücken, für zu probieren. Ich kann nicht so einen Wunschstrost darüber zu machen, das gibt es ja nie. Mir aber zumindest von der Architektur hier oder von der Bepflanzung hier einen Stroß zu machen, wo da ein bisschen mehr angenehm ist zu wohnen, erstens mal, aber wo vielleicht die Automobilisten auch ein bisschen gebremst gehen. Das läuft im Moment ein kleines Droht, die an die Dörfer führt, breit und offen, sodass die Leute am Anfang schon mal abgefordert gehen zu rennen. Und sie geht noch verengt, die Straße geht noch mehr eng gemacht. Und sie kriegt auch ein Lichtkeier, da lassen wir so. Und kennt eine Bepflanzung dahinter, die dann zumindest visuell den Automobilisten ein bisschen bremst. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Und dass die Leute jedenfalls mit dem, was ein großes Investment für uns gemeint, dass sind die Leute da noch zufrieden gehen auf der Straße. Oder mehr, wie sie es bislang sieht, jedenfalls. Der Innenminister hat ja den Wunsch, dass verschiedene Gemeinden fusionieren. Auch dir wird für eine Fusion 4 gesehen, sieht aber nicht dafür. Für was nicht? Ja, das hat der Herr Minister hat das hat viel geschlagen, für mit Tönten und Beifen zusammen eine Fusion zu machen. Wir haben das unanim, muss ich so aufgelehnt, dass das nicht nur eine Schwaffe von Bürgermeister, sondern dass das insgesamt am Gemeinderat aufgelehnt ging. Das ist sicher eine ganz Geschichte gewesen. Wir sollten eigentlich mit Beifen zusammen eine Schule bauen, eine gemeinsame Schule bauen. Und du hast das Gespräch von der Fusion, dass du immer mehr akut ging. Du kommst Tönten dabei. Was noch ganz sympathisch erleben oben sind von uns, mit denen wir auch ganz viel zusammen geschafft haben in der Vergangenheit und hoffentlich in Zukunft noch weiter werden zusammen schaffen. Du kommst hinten dabei, für mich an die Schule zu klammern und da haben wir als pädagogische Nullsachen aber gesagt, das geht eine Schule, die geht das zu groß. Wir wollten ein bisschen mehr eine kleine Lokalschule behalten. Und da sind wir aus dem Projekt mit, raus, also mit der Beven an den Tinten rausgekommen. Und das Thema von der Fusion war damit auch für uns vom Tisch. Sowieso, Fusion, wir gehören zum Rednerkanton und wir wollten auch da an dem Rednerkanton bleiben. Was sind die Projekte von der Gemeinde Söll für 2011 und Zukunft? Also wichtigste Projekt im Moment ist effektiv als Schule. Ich habe gerade gesagt, dass das mit Beven leider nicht so gegangen ist, wie wir es das vorgestellt hatten, sowohl die Beven wie auch wir. Und wir haben dann dezidiert eine neue Schule, eine Schule für die Gemeinde Söll zu bauen. Dafür drin gedacht, das sind ein Projekt, das am Anfang an drei Etappen sich aufspielt. Erste Etappe, das fängt lo, für eine große Vakanz fängt das an. Erste Etappe in neue Festsaal, weil wenn die Phase aufgeschlossen ist, kam dann die neue Schule, auf dem selben Sitz, wohlverstanden die neue Schule hin. Da geht eine Schule mit so einer bescheidenen Schule eigentlich für eine Gemeinde, die aber durchgeht für unsere Zukunft als Kanner zu empfangen. Und von denen, die dann aufgeschlossen ist, kann dann die Erlschule, die Lo, wo die Kanner noch nach dran gehen, die wird dann umgebaut an eine Maison Relais, respektive an der Prekurs, an eine Spielschule funktioniert. Geht ihr bei der Gemeindewahl im Oktober nach Emulmat?
Ja, also mir ganz viele sind an Läffen lobrücht, den neue Chefrot, Gerard Zoller, den Marc Fischer nicht, Mathilde vom Gemengerot natürlich. Und da sind natürlich tentiert, viel Matze machen. Allerdings muss ich die Frau da eine Menge Fragen stellen, eine Menge Feierklängen kann er stellen. Wird das schon eine Zeit, eine ganz große Belastung. Und, wie gesagt, das seit 2005, wo ich da dabei bin, und das war für einen ganz großen Umschwung. Und ich dachte, das ist eine Frage, die ich Martine klären möchte. Ich hoffe, dass es immer dafür wert ist, dass ich dann eigentlich kann mitmachen. Das ist aber auch, das ist anstrengend, mich spannend.